Hard Machine. Ja! Oh nein! Komm. Oh mein Gott! 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 Was ist das für eine Präsentation? Hallo meine Lieben, willkommen zu dem neuen Video und dieses Video ist ein bisschen ungeplant. Deshalb, ja, verzeiht mir, wenn ich auch die ganze Zeit vor dem Gameplay sitzen bleibe. Aus Copyright-Gründen bin ich mir nicht nur ganz sicher wegen dem Hintergrund sehen. Ich lasse trotzdem die ganze Präsentation im Hintergrund laufen, damit ihr wenigstens so ein bisschen seht, worüber ich rede. Und ja, wir haben eben gerade quasi die PlayStation 5 Ankündigung gestreamt. Es war vornherein bekannt, dass wir Spiele zu sehen bekommen. Wir gingen davon aus, dass wir auch die Konsole zu sehen bekommen. Wir wussten halt so ungefähr den Zeitrahmen und was wir so ungefähr zu sehen werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man hat ja immer, wenn man so einen Stream startet, wir haben ja auch ganz am Anfang, das war so eine Hauruck-Aktion. Ich wusste, dass ich vielleicht gerade so um 22 Uhr zu Hause bin. Wir haben uns kurz getroffen, haben kurz darüber gequatscht, was wir so erwarten. Und natürlich gab es im Vorwege so, ich ja auch immer Demon's Souls Remastered, wollten wir halt unbedingt sehen. Vielleicht auch ein Bloodborne 2, wobei ich, ihr wisst, ich bin in dem Camp Bloodborne 2 dann auch wirklich nur mit Miyazaki und der wird im Moment kein Bloodborne 2 machen, deshalb lieber nicht. Oder vielleicht ein neues Horizon, neues God of War und so weiter. Viele tolle IPs, die man vielleicht als Launch-Titel oder sowas für die PlayStation 5 sehen kann. Wir haben uns gewünscht, dass wir die Konsole sehen, dass sie gut aussieht. Vielleicht ein neues God of War und so weiter. Und ja, so spinnt man so ein bisschen rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ihr habt es schon am Anfang gesehen, als ich ein paar Reactions gezeigt habe, noch nie oder vielleicht schon lange nicht mehr wurden meine Erwartungen an eine Präsentation nicht nur so krass erfüllt, sondern mit solchem Maße übertroffen. Ich habe Pipi in den Augen gehabt ein bisschen, ich hatte Gänsehaut, ich habe gezittert, ich war völlig fassungslos, was ich da gesehen habe. Und da gehen wir gleich mal ganz genau drauf ein, nach dem Intro. Ihr mögt es mir verzeihen, wenn ich ab und zu auf meinen kleinen Zettel hier unten gucke, aber ich hätte nie im Leben erwartet, dass ich mir für diese Präsentation tatsächlich einen Zettel machen muss, um mir ganz genau zu notieren, was genau alles passiert ist. Also die Präsentation hat angefangen tatsächlich mit GTA 5 Port. Das heißt, wir haben GTA 5 von der PlayStation 3 und der Xbox, dann auf die PlayStation 4 und die Xbox One und jetzt kommt sie tatsächlich auf die PlayStation 5 und da wahrscheinlich auf die Xbox Series X, auf dem PC und so weiter. Fehlt nur noch, dass wir irgendwann mal GTA 5 auf der Wii spielen, dann hat sie so alle Plattformen also mitgenommen oder ein Switchboard oder sowas. Ja, egal. Mich persönlich tangiert das halt überhaupt nicht, da ich GTA 5, ja, naja, brauchen wir nicht großartig drüber reden. Da haben wir andere Sachen. Dann wurde das neue Spider-Man angekündigt. Das ist der erste exklusive Titel. Und ja, ich habe das PlayStation 4 Spider-Man halt nicht gespielt, deshalb kann ich an dieser Stelle nicht viel dazu sagen. Nur viel von den Leuten gehört, dass das Spiel echt toll sein soll. Und deshalb, ich freue mich für die Leute und generell. Ich bin bei solchen Präsentationen immer sehr, sehr entspannt. Wenn Spiele kommen, die für mich nicht sind, aber ich sehe Leute, die sich darüber freuen, dann freue ich mich für diese Leute mit. Und das würde ich euch wirklich empfehlen. Betrachtet solche Präsentationen einfach ein bisschen entspannt. Im Chat hat man wieder viele gesehen, die am Rumheulen waren. Bei mir ging es tatsächlich noch. Wir hatten eigentlich einen mega entspannten Stream. Aber man liest ja immer sowas und sowas. Aber tatsächlich bei uns waren es viele, die auch gesagt haben, hey, ich freue mich für euch. Und deshalb, ich freue mich für alle, die das Spider-Man-Spiel toll fanden. Vielleicht spielen wir es ja auch mal. Und auch das generell nicht nur das erste, dass ich mich auch sehr für andere freue, wenn mich ein Spiel nicht so tangiert, sondern zweitens auch noch ganz wichtig, ich versuche schon lange sehr, sehr offen gegenüber Spielen zu sein. Vielleicht spielen wir das neue Spider-Man. Vielleicht wird es großartig und ich mag es total. Dann kam ein neues Gran Turismo. Und gut, dass jetzt ein Gran Turismo, was ja eine der Renn-IPs von Sony ist, auf der neuen Konsole natürlich vorgestellt wird, war jetzt keine große Überraschung, sah aber ganz okay aus. Und das ist ja generell so ein Ding, man darf halt nicht vergessen, die PlayStation 5 ist jetzt noch halt recht neu. Die Studios bekommen ihre PlayStation 5 zum Entwickeln ja auch erst so ein, zwei Jahre vorher. Und ein richtig geiles Spiel braucht seine Zeit. Es wird wieder so sein, dass die richtig krass gut aussehenden Spiele erst nach ein paar Jahren auf der PlayStation 5 kommen. Viele sind halt, und da bin ich eigentlich auch eher in dem Camp, die sagen, okay, so viel krass besser als auf der PS4 sieht es jetzt auch nicht aus. Ich denke mal, dass dann irgendwann mal, wenn Raytracing oder solche Sachen so richtig greifen in den Spielen, dann werden wir auf jeden Fall einen Unterschied sehen. Aber jetzt zum Beispiel gerade bei dem Gran Turismo habe ich mir auch so gedacht, okay, ja, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Dann war die erste richtig große Überraschung, fand ich persönlich, ein neues Ratchet & Clank wurde angekündigt. Und soweit ich halt, wie gesagt, weiß, ich gehe immer nur von dem Stand aus, der vorher für mich so da war, wusste man davon noch gar nichts. Und das ist natürlich dann auch ein Gran Turismo, ist damit auch ein exklusiver Titel für die PlayStation 5. Ratchet & Clank auch ein exklusiver Titel.
Und das Spiel sah richtig gut aus. Also gerade finde ich das hier mal der erste cartoonige Look, also dieser eher, ja, so ein Nintendo-Look quasi auf PlayStation zu sehen war. Denn klar, so Echtzeit und sowas, wenn die Spiele richtig realistisch aussehen, aber gerade hier in diesem Cartoon-Look, finde ich, kann die PlayStation 5 sehr, sehr stark glänzen, gerade mit Raytracing später. Also das sah wirklich fantastisch aus. Auch das Gameplay sah richtig spaßig aus. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Dann haben wir einen weiteren exklusiven Titel, Project Atia. Und auch dieses Spiel sah sehr, sehr interessant aus. Also generell, und das ist generell ein Tonus, der bei dieser Präsentation sehr, sehr vorlag. Ich hätte nicht mit so vielen Spielen gerechnet und ich hätte nicht mit so vielen Spielen gerechnet, die mich wirklich, wirklich interessieren. Ja, es sind auch sehr viele Render-Trailer dabei gewesen, aber dennoch kann man auch in Trailern dem Spiel immer so ein bisschen was abnehmen. Also bei vielen Spielen muss ich tatsächlich auch sagen, okay, sah ganz interessant aus, Musik und Präsentation passt, warten wir erstmal ab, wie das Gameplay ist. Davon hängt das ja bei vielen Spielen ab. Viele Spiele stehen und fallen dann tatsächlich mit dem Gameplay. Das sah bei Ratchet & Clank halt sehr, sehr gut aus, da haben wir Gameplay gesehen. Bei Project Atia, ein exklusiver Titel, haben wir erstmal halt so ein bisschen was gesehen, sah aber sehr, sehr interessant aus, hat mir sehr, sehr gefallen. Dann Stray, das war dieses Spiel mit den Robotern, wo man dann anscheinend später eine Katze spielt. Auch das sehr, sehr nichtssagend, das Ganze sah ganz interessant aus und mehr können wir zu diesem Spiel tatsächlich im Moment auch nicht sagen. Dann hatten wir diesen Space Shooter Returnal, auch tatsächlich von PlayStation Studios, also wohl ein exklusiver Titel für die PlayStation 5. Dieses Spiel sah sehr, sehr weird aus. Ich habe erst gesagt, das sieht aus wie ein Death Stranding mit Schießen im All. Und es wirkt tatsächlich auch so ein bisschen, wenn ich mir das nochmal angeguckt habe. Aber es sah sehr interessant aus. Und es sah halt sehr, sehr abgedreht aus, sehr, sehr fantastisch aber auch. Das Gameplay sah ganz interessant aus, auch wenn man nur viel Schießerei gesehen hat. Warten wir mal ab. Trotzdem habe ich da ein Auge drauf, denn es sah tatsächlich sehr interessant aus. Einen weiteren exklusiven Titel haben wir direkt mit Sackboy A Big Adventure. Little Big Planet hatte ja bei mir das Problem, dass damals die alten Spiele, ich fand die Steuerung tatsächlich mit diesem Lane-Wechsel sehr, sehr schwammig und generell blieb Little Big Adventure für mich ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, die ich an dieses Spiel hatte, aber ich mag diese Figur sehr, sehr gerne. Und ja, Sackboy A Big Adventure sah auf jeden Fall im ersten Moment sehr interessant aus. Ich bin auch für solche Spiele natürlich sehr, sehr offen, deshalb behalte ich auch dieses Spiel im Auge. Dann Destruction All-Stars lässt mich völlig kalt, das Spiel, aber hier erneut Props an alle, die mit solchen Spielen Spaß haben. Ich freue mich für euch. Für mich war das unglaublich irrelevant, das Spiel. Dann hatten wir Kena. Kena habe ich mir aufgeschrieben. Und das Spiel sah sehr interessant aus. Am Anfang sah es aus wie so ein Pikmin mit Kämpfen. Sehr, sehr cooler Look. Das war von so zwei, die, glaube ich, hauptsächlich Animationen im Filmbusiness machen und haben dieses Spiel dann vorgestellt. Gameplay haben wir nicht sehr, sehr viel gesehen. Wie gesagt, es sah sehr interessant aus. Musik fand ich sehr, sehr gut. Die Präsentation war 1A. Sehr, sehr top. Wenn da eine geile Story drin steckt und das Gameplay Bock macht, könnte das ein echt gutes Spiel werden. Auch das behalten wir weiter im Auge. Dann hatten wir Goodbye Volcano High. Das war dieses sehr, sehr komisch aussehende Spiel mit diesen Dinosauriern oder wie das war. Auch da, ja, ich wusste nicht, was ich von diesem Spiel halten sollte. Es hatte so ein bisschen was von Life is Strange Feeling, haben auch ganz viele im Chat geschrieben. Und auch das Spiel behalten wir einfach mal, würde ich sagen, weiter im Auge. Das können wir einfach zu vielen Spielen sagen. Und das finde ich halt so mega geil an dieser Präsentation. Es sind so viele, so interessante Spiele dabei aufgetreten, die man vorher gar nicht, von denen man nichts gehört hatte, wo ich jedes Mal sage, okay, cool, sieht interessant aus, könnte ein geiles Spiel werden. Und das ist doch ein Megatonus, wenn wir für eine neue Konsole so viele Spiele angekündigt bekommen, die richtig gut werden könnten. Selbst wenn einige davon nicht gut werden, haben wir immer noch so viele Spiele, die wahrscheinlich gut werden. Und es kommen ja, wie gesagt, noch Kracher. Dann haben wir Oddworld Soulstorm, was ja auch für ganz, ganz viele sehr, sehr gut war. Stand jetzt, nach meinen Recherchen, wird es nicht exklusiv sein, denn Oddworld wurde tatsächlich, ich glaube, auf Steam und sowas konnte ich das halt auch schon gelistet sehen. Deshalb wird es nicht exklusiv sein, aber es sah richtig gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Spiel, ich hatte ja nie wirklich Berührung zu diesen Oddworld-Spielen, die sind so an mir vorbeigegangen, aber das Spiel sah mega, mega interessant aus. Auch hier haben wir nicht wirklich Gameplay gesehen, aber das halte ich mal bei diesem Spiel für einen Selbstläufer. Auch dieses Spiel werde ich mir wahrscheinlich gönnen. Dann haben wir Ghostwire Tokyo. Hier bleibe ich tatsächlich immer noch sehr, sehr skeptisch, da ich dieses Spiel nicht wirklich für mich einschätzen kann. Das Setting, ich bin nicht so für das futuristische Setting. Science-Fiction-Setting war noch nie so mein besonderster Schwerpunkt. Deshalb bin ich ja auch bei Cyberpunk noch eher skeptisch, ob das was für mich ist. Und Ghostwire Tokyo bleibe ich dabei. Die Trailer, die man gesehen hat, waren sehr, sehr schnell geschnitten. Man kann das Gameplay überhaupt nicht einschätzen. Deshalb bleibe ich da mal skeptisch. Jet, The Far Shore. Ich muss gerade überlegen, ob ich das Spiel noch vor Augen kriege.
Es müsste dann das Spiel gewesen sein, was ich jetzt gerade... Genau. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. War vielleicht für mich so der Trailer, der mir am allerwenigsten einen Blick irgendwie auf das Spiel gegeben hat. Godfall auch genauso. Totaler Render-Trailer, viel zu viele Cuts, viel zu viele Schnitte, total belangloses Gameplay. Also man kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Deshalb, ich glaube, Godfall, also ich habe da so ein Bauchgefühl, dass Godfall kein gutes Spiel wird. Als so ein total belangloses Mashing-Spiel habe ich irgendwie so ein Bauchgefühl, keine Meinung zu dem Spiel, aber ich glaube einfach, Godfall ist für mich so ein bisschen, naja. Dann kam für mich der erste große, richtige Hype-Moment. Denn ich habe nur, als ich das Hart gesehen habe, Hart habe ich schon so gesehen, Hart, und dann habe ich direkt gelesen, von dem Macher von Hyper Light Drifter, und ich schon, wuh, direkt im Hype, war total geil drauf schon. Solar Ash heißt das Spiel und das sieht mega interessant aus. Und ich habe einen mega Respekt vor den Erstellern von Hyper Light Drifter. Die Musik, der Artstil, generell, wie sie ein Kunstwerk aus diesem Spiel machen. Hier ist es eher im 3D-Bereich und ich bin halt mega hyped drauf zu sehen, was sie aus diesem Spiel Solar Ash machen. Wenn das auch nur ansatzweise eine so geile Atmosphäre und ein so geiles Setting hat wie Hyper Light Drifter, dann hier gekauft und da freue ich mich, wie gesagt, mega drauf. Dann haben wir Hitman gesehen. Ich persönlich habe keine Berührung zu Hitman, deshalb halte ich mich da einfach mal so ein bisschen bedeckt. Ich freue mich für die Leute, die gehyped waren, ne? Aber Hitman ist einfach nicht so wirklich was für mich. Aber hey, auch da bleiben wir wieder. Vielleicht spiele ich es irgendwann mal und vielleicht finde ich es dann geil. Dann haben wir Astro's Playroom, ein exklusiver Titel. Interessanterweise haben wir uns gewundert, wurde da nirgendwo Virtual Reality angekündigt. Hier hätte ich dann spätestens mal erwartet, dass dann da irgendwie noch beisteht, auch in VR. Vielleicht hauen sie irgendwann nochmal so eine extra VR-Präsentation zu PlayStation 5 raus. Es würde mich, wie gesagt, wundern, wenn sie das komplett droppen mit der neuen Konsole. Aber gerade hier hätte ich dann gedacht, dass man da wenigstens VR auch mal bewirbt, war nichts von zu sehen. Und ja, das Spiel. Ne? Dann haben wir da Little Devil Inside. Und das war auch so eine weitere mega geile Überraschung, wie zum Beispiel Project Athia oder Stray, halt so interessante Spiele. Oder halt Kena, wo man überhaupt nicht weiß, wie man diese Spiele einschätzen soll. Und das war bei Little Devil Inside halt auch genauso. Mir gefiel der Humor und der Stil von diesem Trailer, gefiel mir sehr gut. Aber auch dieses Spiel kann man nicht wirklich einschätzen. Mir gefiel aber, wie gesagt, die Präsentation hinter diesem Spiel sehr, 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 sehr gut. Und auch dieses Spiel werde ich weiter beobachten. Und ich habe da im Gefühl, dass das ein gutes Spiel wird. Bin gespannt, wie es sich dann genau gestalten wird. Dann haben wir NBA gesehen, ein Basketballspiel, wo wir dann kurz aus Spaß gegähnt haben. Aber auch da, wie gesagt, no front gegen die Leute. Aber mir persönlich lassen diese modernen Sportspiele, gerade von 2K, halt völlig kalt. Aber hey, für alle die, die sich darüber freuen, freue ich mich für euch. Bugsnacks, ja, war sehr, sehr weird, sah sehr, sehr seltsam aus, dieses Spiel. Kann man auch nicht so wirklich einschätzen. Es sah sehr bekloppt aus, was mir im ersten Moment gefällt. Und auch bei solchen Spielen muss man immer vorsichtig sein, sie nicht zu hart zu verurteilen, nur weil sie ein bisschen seltsam wirken. Wir haben schon so viele seltsame, weirde Spiele gesehen, die dann Kult wurden, die vielleicht auch super viel Spaß machen. Und auch deshalb sage ich einfach mal abwarten, was das für ein Spiel wird. Und dann war es soweit. Dann war für mich ein Moment da, den ich so in dieser Form nicht hatte kommen sehen. Ich habe immer wieder und viele Jahre jetzt schon, so habe ich gesagt, ich spiele extra gerade nicht Demon's Souls nochmal neu mit euch im Stream, weil ich auf das Remastered warte. Ich habe all die Jahre immer gesagt, ich hoffe, dass ein Demon's Souls Remastered kommt. Dieses Spiel ist so unfassbar gut. Dieses Spiel hat so viel Liebe verdient und ist halt so das nicht ganz perfekte Dark Souls. Es war halt auch viele Jahre davor und die Entwickler hatten da einfach noch nicht so die Möglichkeiten und Demon's Souls ist halt einfach nur unfassbar geil. Und deshalb wollte ich halt immer ein Remastered haben, dass das Spiel überarbeitet wird von ein paar kleinen Macken beim Gameplay, tolle neue Optik bekommt, aber das haben wir nicht bekommen. Wir haben ein ausgemachtes, mega fett aussehendes Remake bekommen von Demon's Souls.
heute. Leute. Dessen is a next gen first person shooter. Scheiß auf das, ey. Assassins locked in the time loop. Leute. This is our unique vision. Was war das? What is all about? Freeform immersive gameplay. Ey, Leute, ich hatte die Gänsehaut des Todes. Story smashed together. Want to see some stylish action? Check this out. Als ich das gesehen habe, ganz am Anfang schon, saß er erstmal nur so, ich habe gedacht, wie geil sieht das aus. Und dann kam die Landschaft und dann hat das Intro von Demon's Souls angefangen. Und da habe ich es dann sofort erkannt, als man diese Figur gesehen hat, wie sie da reingeflogen kam. Ich habe gedacht, nein. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist hier kein Remastered. Man hat die Figur gesehen, man hat dann die Rochen gesehen. Es ist ein Remake und dann diese ganzen Vergleiche. Ich habe nicht gefasst, was ich da gesehen habe. Ich war sprachlos. Ich hatte ein bisschen Pipi im Auge. Ich habe gezittert, ich war so aufgeregt. Weil das einfach so eins dieser Wunschdinge ist. Es gibt so gewisse Dinge, die wünscht man sich im tiefsten Herzen, aber rechne nie damit, sie zu bekommen. Selbst das Remastered habe ich mir übelst gewünscht. Aber das da, dieses Remake, dieses wunderschöne, geile Spiel in ein solches Gewand gehüllt zu bekommen. Und ja, es war ein Render-Trailer. Und es kann sein, dass das Studio, aber alle sagen immer, vertraue diesem Studio. Sie haben gute Arbeit bisher geleistet. Ich hoffe halt, dass sie das trotzdem, es sah halt schon sehr, sehr anders aus, trotzdem im Dark Souls Gameplay lassen. Weil Demon's Souls ist halt der Vorgänger von Dark Souls. Und auch das wird exklusiv sein, da Demon's Souls ja, wie gesagt, schon seit langem eine Sony-IP ist. Deshalb wurde Demon's Souls ja der Nachfolger zu Dark Souls umbenannt, damit sie die IP eben auf anderen Konsolen noch vertreiben können. Und ich, wie gesagt, das ist mein absolutes Highlight. Das ist eine der größten, krassesten What-the-fuck-Hype-Momente, die ich seit vielen, vielen Jahren hatte. Vor allem außerhalb von Nintendo hat mich halt völlig kalt erwischt, weil ich mit einem Remastered gerechnet hätte. Nicht mit sowas. Nicht mit einem Remake dieser Qualität und diesen Ausmaßes. Es wurden völlig neue Features und Gameplay. Dieser eine Modus wurde noch angekündigt und ich bin hyped. Ich bin so hyped auf dieses Ding. Danach lief Deathloop. Ja, und dieses Spiel, Deathloop, das musste ich mir tatsächlich hinterher nochmal angucken. Es ist ein Shooter, es hat einen sehr, sehr coolen Stil. Könnte für viele Leute was sein, aber für mich sind solche Spiele einfach tatsächlich nichts. Ich musste mir, wie gesagt, nochmal angucken, weil ich noch völlig fassungslos war von Demon's Souls. Wir haben uns auch sofort zusammengehypt im Discord. Ja, geil. Dann, ja, ihr wisst, ich habe Resident Evil 3, das Remake hier, und auch das Resident Evil 2 Remake, habe ich ja mal gespielt. Und trotzdem habe ich halt nie so den richtig großen Bezug zu Resident Evil. Und deshalb habe ich den Resident Evil 8 Trailer überhaupt nicht als solches erkannt. Ich habe halt nur gesehen, okay, könnte Resident Evil sein, habe in den Chat geguckt, alle so, ah, Resident Evil 8. In der Zeit wurde der Schriftzug eingeblendet. Man hat dann den Chris Redfield wohl noch gesehen in einer älteren Form. Und ja, mich hat das halt überhaupt nicht tangiert. Ich freue mich aber übelst für alle die, die sich freuen. Resident Evil 8 und auch da, vielleicht werden wir spielen, vielleicht finde ich es großartig, aber im Moment ist Resident Evil einfach bei mir noch nicht so ein Hype-Ding oder so, ne? Dann haben wir Pragmata gesehen. Das ist so ziemlich das Spiel, was mich mit am allerkältesten gelassen hat. Das hat mir überhaupt nichts gesagt, das Ding, was wir da gesehen haben. Und ja, erstmal uninteressant wegen des Settings und zweitens hat man überhaupt nichts Großes vom Spiel gesehen. Und dann kam der zweite große Hype-Moment. Und auch hier, ich hätte halt echt mir viele Dinge erwünscht, aber dass wir das tatsächlich eigentlich alles bekommen. Und zwar hat Horizon Zero Dawn jetzt tatsächlich den Nachfolger bekommen. Ich meine, dass es kommt, war klar. Trotzdem habe ich mich einfach übelst gefreut. Und auch, dass wir Hades gesehen haben und wie geil das Spiel aussah. Ich habe sofort am Anfang an dieser Musik erkannt, an diesem mechanischen Hintergrund. Und direkt war ich gehypt. Ich fand, es sah unfassbar gut aus. Und die Musik, die Story, es hat mich vollkommen gehypt, dieser Trailer. Und ja, Leute, Horizon Zero Dawn war einfach ein Meisterwerk. Es war so unfassbar gut. Es ist das Beste an Open World, alles so zusammengefasst. Bogen-Gameplay wieder da, ich bin hyped, neue Figuren unter Wasser. Das wird wahrscheinlich kribbelig. Oh. Also, Horizon. Die Musik hat was von Horizon. Das ziemlich geil aus. Die Musik. The old ones perished a thousand years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. Oh mein Gott! Was ist das für eine Präsentation?
Und dann kam ja noch die PlayStation 5 selbst. Ich fand schon den Controller nice. Dann haben wir die PlayStation 5 gesehen und auch die sieht sehr, sehr nice aus. Ich mag dieses Design sehr gerne. Da liegen für mich Welten zwischen der Xbox Series X, einfach nur so ein Klotz. Andere mögen wiederum das, ist Geschmackssache. Aber die PlayStation 5 gefällt mir dann doch optisch auf jeden Fall deutlich besser. Schade finde ich, dass sie, ich habe ein paar Posen gesehen, wie sie liegt. Da sieht sie irgendwie seltsam aus, aber vielleicht, gut. Ich habe halt meine Konsole eher gern liegend, aber im Stehen sieht sie sehr, sehr nice aus. Das ist jetzt aber auch keine Beschwerde oder so, das ist Pille-Palle-Denken. Und ja, ich bleibe halt dabei. Diese Präsentation hat mich übelst gehypt. Gerade wenn man mal so guckt, wir haben Spider-Man, Gran Turismo, Ratchet & Clank, Project Atia, The Returnal, Sackboy, A Big Adventure, Demon's Souls Remake, Astro's Playroom und Horizon Zero Dawn 2 quasi. Forbidden West heißt es dann. Das sind alles exklusive Titel. Das heißt, Sony hat hier doch echt ziemlich krasse, ziemlich gute exklusive Titel angekündigt. Und das ist natürlich gut für die Konsole. Und ich will das Buch, den Vergleich zur Konkurrenz, gar nicht jetzt aufmachen, weil ich finde das immer unfair und darum soll es heute auch gar nicht gehen. Für mich hat diese Präsentation unfassbar krass geliefert. Ich bin übelst hyped auf diese Konsole. Viele dieser Spiele sind aber nicht unbedingt Launch-Titel, deshalb werde ich dann erstmal abwarten. Okay, einige Spiele kommen wohl 2020, also es ist jetzt auch bestätigt, die Konsole kommt dieses Jahr noch 2020 raus. Wahrscheinlich Ende Oktober oder so ungefähr dann zum Weihnachtsgeschäft pünktlich. Und auch das freut mich natürlich mega. Ich werde dann gucken, welche Spiele sind tatsächlich Launch-Titel. Sind es Spiele, die ich unbedingt brauche oder warte ich mit der PlayStation 5, bis die Titel da sind, die ich tatsächlich auch unbedingt spielen will. Und dann, vielleicht bekomme ich dann eine Horizon 2 Special Edition von der PlayStation 5 oder eine Demon's Souls, weiß ich noch nicht. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Und jetzt möchte ich natürlich eure Meinung wissen. Ich war wie gesagt sprachlos, ich war total im Hype. Die ganze Präsentation fand ich vom Pacing her, von der Gestaltung her unsagbar geil. Kaum Blabla, Spiele ohne Ende, klar wenig Gameplay, aber ich fand selbst die, wo Gameplay gefehlt hat, konnte man schon gut einschätzen. Viele Spiele konnte man gar nicht einschätzen. Deshalb eine tolle Mischung und eine super affengeile Präsentation. Für mich mega krasser Hype, Gänsehaut, Weinmoment. Ich habe nicht richtig geweint, aber ich hatte Pipi im Auge. Und ja, ich hätte es mir gar nicht besser zusammenbasteln können. Eure Meinung in die Kommentare. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert mich gern. Macht die Glocke an für weitere Videos dieser Art. In dem Sinne, meine Lieben, wir sehen uns direkt morgen wieder. Macht's gut. Ciao.